Hallo, 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 da sind wir wieder, hallo, so, nein, ich habe jetzt hier wieder geladen, ich finde, das macht keinen Sinn, ich habe mich jetzt ein bisschen informiert, und ein bisschen informiert meine ich, ich habe den Wikipedia-Eintrag nachgeguckt, den, beziehungsweise Gothic-Wiki-Eintrag. Moment, das ist ja Blödsinn. Mit dem Kabel, was ich hier gemacht habe, mit dem Hut, war die dümmste Idee meines Lebens, um dieses Scheiß, diese Dinger hier immer einzustöpseln. Also, wie sieht's aus? Jetzt müsste der uns ja wieder Stärke beibringen, richtig? Hallo. Hallo. Sag ich doch. Okay, das mit dem hier Magier werden, machen wir dann später. Es ist jetzt folgendermaßen. Ich habe halt nachgeguckt, ne? Es sieht folgendermaßen aus. Das ist ein Zweihandschwert. Gibt es nur als Zweihandschwert. Braucht 30 Stärke nur. Kann ich da mal vorbei? Hallo? Saturas sagte, du hättest eine Belohnung für mich. Als Hüter des Erzes möchte ich für deine großen Dienste für unser Lager einen kleinen Teil des Erzes in deine Hände. Endlich krieg ich mal Respekt. Du hast eine ebenso sinnvolle Verwendung. Super. Super sinnvoll. Kriegst du nämlich direkt jetzt wieder wahrscheinlich. Ich möchte. So, was hast du denn hier Tolles für mich? Was hast du denn? Ring der Stärke 10. Schutz vor Pfeilen. Schutz vor Waffen 15. Lebensenergie 20, Geschicklichkeit 10, Mana, Leben und Mana, Stärke, Geschick, Lebensenergie, Geschick, Mana. Hat ja gar nicht so viel Neues. Was habe ich denn als Ringe? Was trage ich denn als Ring? Ich trage Waffen 10. Gut, Stärke, gut. Hallo. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das machen soll. Hast du ein bisschen Kohle über? Hat er nicht mal, ne? Nicht mal Feuersturm, Kreis 4. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier war irgendwo Schutz vor Waffen am Hals. Nee, Hals habe ich gut. Gib mir nochmal Schutz vor Waffen. Kann schon sein. Ich gehe mal kurz bei Wolf noch gucken. Nicht, dass der am Ende doch einen besseren Bogen hatte. Ist das, was wir auch mal machen können? Oh, da, eine Pfanne. Okay. Jetzt dauert es wieder ein bisschen. Kratz mir im Kopf. Und erzähle in der Zeit irgendwie eine Geschichte. Beziehungsweise, was hier jetzt so abgeht. Meine Überlegung ist jetzt halt folgendes: dieses Zweihandschwert, was wir mal bekommen werden, braucht nur 30 Stärke. Und jetzt ist die Frage: Brauche ich. Bringt mehr Stärke bei diesem Schwert auch mehr Damage? Ja, denn ansonsten wäre es natürlich mehr worth, in die Zweihandfertigkeit zu investieren, um den Crit-Schaden zu erhöhen. Ja. Ich überlege halt gerade, wir hatten halt 30 Stärke und haben immens mehr Schaden gemacht, ne, damals. Frage ist, lag es nur an der Waffe? Oder lag es auch am Stärkewert? Ich denke, es lag auch am Stärkewert. Das bedeutet, Stärke ist, glaube ich, schon worth it. Ich bin halt überlegen, ob ich Level 1 Zweihandkampf lernen und dann Stärke, Power wie bekloppt. Oder ob ich Level 2 Zweihandkampf lerne und Stärke nur noch ein ganz kleines bisschen maximal boosten kann. Hallo Butch. Kennst du mich? Ich hab gehört, du bist ein Arschloch. Lass mal quatschen. Hi. Hi. Das geht dich ein Dreck an. Deine Fresse gefällt mir nicht. Ey. Ey, ich rede mit dir. Nicht besaufen, während ich dich anquatsch.
Lol, der hält ja eine Menge aus. Lol, der ist ja ganz schön krass gewesen. Ah, deine Mutti. So, Alter, der war gar nicht so scheiße. Der hat mir gut ausgeteilt. Warum? Den kann man ja gar nicht besiegen als Neuling. Im Endeffekt. Krass, krass. Kann ich jetzt irgendwie... Hier, Wetsch, ich hab den umgehauen. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Er hat die fiese Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu ziehen. Also geh ihm am besten aus dem Weg. Okay. Aber ich bin krass. Ich hab ihn umgeboxt. Magst du mich jetzt? Willst du dich noch mal? Wow, krasser Typ, ey. Muss ja sagen, krasser Typ. Was kannst du mir überhaupt beibringen? Kommt drauf an. Schleichen, ach so, der war so ein Spackel. Spassel. Ja, es ist jetzt im Endeffekt die Frage. Ich kann. Zweihandkampf wird's auf jeden Fall. Also, ich werde auf jeden Fall Zweihandkampf 1 lernen. Das kann ich ja jetzt theoretisch schon machen. Und dann gucken wir mal, wie wir damit klarkommen. Wie viel Crit haben wir? 5. Ich weiß nicht gern, wie viel Crit man mit Level 1 bekommt. Mit Level. Ja, also von Nahkampf. Ja, also 5, aber mit Zweihand. Ob es dann auch auf 30 hochgeht oder. Ich meine nur auf 10. Hallo. Hallo. Mach mal hier jetzt. Ich möchte den Umgang. Nun, dann gehen wir zuerst die Grundbegriffe. Halte das Schwert waagerecht. Um den Gegner mit einer großen Waffe anzugreifen, brauchst du viel Schwung. Hole mit der Waffe aus und schlage am besten direkt von oben. Meistens reicht das aus, um den Gegner... Nutze den Schwung, wenn die Waffe unten... Okay. Alles klar, dankeschön. Zweite kostet 40. Wir haben 15. 15. Jetzt haben wir... 5% Zweihand. Das hat 5% Crit-Chance gebracht. 30 Lernpunkte. 5% Crit-Chance. Königsklinge. Mir fehlen 3 Stärkepunkte. Hey. Wir haben eh eine 15er Anzahl, ne? Die kostet 40. Heißt, 5 Punkte können wir eh in Stärke stecken. Sonst können wir eh nichts damit machen. Lares, du bringst mir jetzt 5 Stärke bei. Ich hätte auch theoretisch, ich bin auch dumm, ich hätte auch eigentlich die Tränke schlucken können. Alles egal, 5 Stärke müssen wir sowieso. So, jetzt habe ich Zweihand. Ta-ta-ta-ta, aus dem Weg, ich habe eine Königsklinge. Schon gut, schon gut. Ja, ich will ja nur gucken, was ich so kann, aus dem Weg. So. Wahrscheinlich hast du recht. Hält nicht so wirklich waagerecht, das Ding, ne? Bin ich noch nicht so zufrieden mit. Ich glaube, im zweiten Teil ist es auf 30%. Das wäre dann quasi die nächste Stufe, wo man irgendwie was macht, also seine Haltung ändert. Da ist es schon cool. Also schon besser. Ah ja, okay. Was machen wir denn jetzt? Jetzt gehen wir ein bisschen leveln. Nehme ich mal an. Zack. Jetzt müssen wir halt gucken. Wir gucken mal, wie weit wir mit dem ganzen Scheiß hier kommen. Wie viel XP wir insgesamt sammeln. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen warten. Mit dem Weiterleveln. Gucken mal, wie viel Level wir insgesamt jetzt als... Ich weiß noch nicht, bis zu welchem Punkt... kriegen. Und dann werden wir mal schauen, ob wir auf 40 Stärke kommen. Und der Rest wird dann halt in Stärke gepumpt. Ich glaube, das ist besser. Weil den True Damage der Waffe, der ist ja da. Ich meine, ich würde auch gerne theoretisch die Ringe... die Halsdinger eigentlich ablegen und lieber Schutz vor Waffen nehmen, weil es im Endeffekt super worth ist. Man müsste was, wir gehen hier oben lang. Wir gehen hier oben lang. Fangen wir mal mit dem Level ein bisschen an. Gehen wir direkt ins Orkgebiet, wie sich das gehört.
Ah, scheiße, ich. Passt schon. Ich muss mir noch Zauber besorgen, glaube ich, oder? Ich lasse die einfach aus. Sollten wir hier auf die Kreaturen Xardas treffen, muss ich die auslassen. Weil, bis auf den Steingolem, habe ich halt, glaube ich, gegen keinen was. Hui, hui. Da unten kommen wir gleich auch hin zum Strand. Wir haben leider keine Karte. Das ist ein bisschen blöd. Wir hätten mal irgendwie bei irgendwem eine Karte kaufen sollen. Ich glaube, bei Xardas gibt es eine Karte irgendwann. Wo alles drauf ist. Wir müssen ja auch noch zu Lester, ne? Den müssen wir auch noch finden. Der ist ja da auf diesem scheiß Turm. So, dann gucken wir uns jetzt aber hier erstmal ein bisschen um. Ziehen wir den Bogen. Wir sind ja Bogen Main. Und dann wird jetzt hier alles gerippt. Okay, ist schon mal nichts. Außer ein Trank. Nur warum gibt es so viele Heilkräuter, frage ich mich. Wenn man überhaupt keine Tränke herstellen kann. Dann sind die ja einfach nur so zum Fressen da. So. Ich muss töten. Ein Schattenläufer. Ich würde ihn gerne auslassen, wenn ich ehrlich bin. Ich lasse ihn aus. Ich hoffe, ich krieg's hin. Dann wissen wir wenigstens, wo einer ist, weil ich brauche noch mal irgendwann einen. Wenn ich ehrlich bin. Da, Beißer weg. Ups. So. Zwei Fleisch, sehr gut. Komme ich hinter dem Schattenläufer vorbei? Okay, da geht's dann lang. Okay, das kriegen wir hin. Wir gehen erstmal hier lang. Fucking Scavengers. Hier konnte ich schon damals one-hitten. So. Im zweiten Teil gibt es dann auch ein bisschen mehr Blut. Als im ersten. So, hier ist nichts. Da oben ging es noch lang. Hier unten geht es lang. Zu dem Strand. Suchen wir mal unsere Waffe hier. Der muss auch treffen. Ey, was soll das? Macht mir eh keinen Schaden. Lasst es sein. Hört einfach auf. Akzeptiert euer Ende. So. Ich darf mir das nicht zu sehr einprägen, weil im zweiten Teil sieht es hier ein bisschen anders aus. Da lang. Wir gehen erstmal zum Strand runter. Ich weiß gar nicht, ist da noch... Eine Blutfliege! Wie war unser letzter Bogen? Wir testen das jetzt. Das Spiel kann mich mal. Ich finde das jetzt raus. War das der? Nee, es war Wolfsfetzer. War es der? Ich glaube, es war der, ne? Ja, es war der. Wo ist die fucking Fliege hin? So, wenn du jetzt nicht One-Hit stirbst. Aber wir haben auch 5 Stärke geboostet. Scheiße, wir haben auch 5 Stärke geboostet. Nein! Spiel. Okay, ich nehme jetzt einfach mal an, dass sie gestorben ist, weil wir mehr Geschicklichkeit haben. So, das Geschick... Moment. Neuer Plan. Und wieder das Ding. Und wir ziehen Stärke aus. Was wir an Stärke haben. Ja, ist mir egal. So. Mal gucken, ob wir die jetzt noch one-hitten. Nee. So, jetzt ziehen wir Stärke wieder an. Jetzt mal ein Crit. Das ist jetzt ein Scherz, ne? Könnte auch jetzt ein fucking Crit gewesen sein.
Muss auch looten. Du musst ihn auch looten. Looten. Okay. Ich werde es weiterhin versuchen mit dem Scheißbogen. Wenn ich noch welche treffe. Und schauen, ob das jetzt wieder nur Luck war. Ob ich nur einen Crit gesetzt habe. Weil wenn nicht, dann ist das Ding 1:1. Also erstmal von der... Also das hat er nichts mit Geschick zu tun am Damage. Null. Wenn ich den alten Bogen nochmal ausrüste, ich könnte es auch an den. Ich weiß aber nicht, wie viel Schaden ich den gemacht habe. Stärke, Stärke. Fangen wir an. Schuss. Okay. So. Was aus dem Menü? Ey, lass mich meinen Bogen ziehen. Lass mich meinen Bogen ziehen. Den erstmal tot. So. Genauso viel, oder? Würde ich sagen. Okay, jetzt habe ich halt gekrittet. In der Theorie genauso viel. Bedeutet, der Stärkewert hat keine Auswirkung auf den Schaden, den ich mit meinem Bogen mache. Okay. Haben wir das schon mal geklärt? Wo bin ich gerade? Wo bin ich lang gelaufen? Ich bin da lang gelaufen. Okay. Jetzt ist die Frage, ob der Geschicklichkeit Einfluss nimmt. Sieht auch nicht danach aus. Wenn ich ehrlich bin. Hey. Ach, guck mal, hier ist Cavalorn. Und hier ist Ende, oder was? Von hier? Okay. Der Weg ist Ende. Dead End. Weiter. Bedeutet jetzt den anderen Weg. Stärke hat keinen Einfluss. Geschicklichkeit wahrscheinlich auch nicht. Außer ich kill jetzt jede fucking Fliege, Blutfliege, One-Hit. Dann hat Stärke wohl wieder einen Einfluss. Einen minimalen, wobei es sind natürlich schon 30 Stärke gewesen. Hätte der Einfluss auf einen fucking Wolf schon ein bisschen größer sein können. Die habe ich weggekrittet. So. Das Gute ist, dass die mag ich am liebsten, weil die geben noch Fleisch. Und wir brauchen ja Fleisch. Wir wissen, Fleisch ist in Gothic 1 noch worth. Und du bleibst schön da. Dich hole ich mir später. Nein, habe ich gar nicht aufgenommen. Aber wisst ihr, wenn man wo ein Schattenläufer ist. Frage ist, wo finden wir später einen... Erstmal haben wir da einen Ork. Ein Jäger. Gar kein Damage. Einfach kein Schaden. Er will einfach nicht höher werden, der Schaden. Oh, das wird jetzt hart. Ich hätte speichern sollen, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, die Hälfte ist schon tot, bevor sie ankommt. Naja, tot nicht, ey. Boah, macht der Schaden. Ha! 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 Hutschatschana, nein, nicht Hutschatschana. Ich brauche einen Heiltrank. Huh, das war close. Da,
72 Fleisch haben wir nur. Alter, die sind aber auch stark, ey. Die machen mir immer noch so viel Damage. Deswegen brauche ich Schutz vor Waffen. So, können wir erstmal mal mit Heil trinken. So, haben wir ein paar. Haben wir ein paar mitgenommen. So. Ne, nicht den Schattenläufer. Das war knapp, ey. Hui, hui. Das Gute ist, die haben eh nichts zum Looten dabei. Theoretisch ihre Waffen, aber die sind hart gay. Ork-Krieger, peng! Die geben halt auch 300 XP, ne? Also es gibt halt im Moment nichts, was in Massen auftritt, was mehr XP bringt. Das Einzige, was mehr XP bringt, sind Schattenläufer und Trolle und so. Aber wie gesagt, die sind ja nicht in Massen da. Warum? Kämpfer! Ist das dasselbe wie Krieger? Bin gerade am Überlegen. Heißen die alle Kämpfer? Puh. 250 bringen die nur. Ne, das sind dann keine Krieger. Das ist dann was anderes. Killen wir mal die Orkhunde. Oh. Weg. 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 Geh weg. Du bist hässlich. Geh, lass mich. Gib mir wenigstens Fleisch, bitte. Das wäre sehr nett. Nein, gebt ihr mir natürlich nicht. Genauso nutzlos wie richtige Wölfe. Wobei, theoretisch kann man es ja nachvollziehen, weil ich habe mal gehört, dass man kein Fleisch fressen soll von Fleischfressern. Denn die haben so viel Würmer. Und ja. Obwohl, eigentlich, die Beißer haben ja auch Fleisch gegeben. Wo geht's hier hin? Okay. Irgendwo hoch? Zu einem Turm? Ah, ich weiß, welcher Turm das in Gothic 2 ist. Gibt's einen Rudelführer hier. Kling, klang, kling. Gucken wir mal, was hier oben drauf ist. Das ist nur mal ein zweiten Teil da. Warum muss es eigentlich jetzt regnen? Finde ich überhaupt. Hier ist einfach nichts. Geil. Da ist noch ein Turm. Nebel und Regen. Super geil. Beste Kombi. Aber wir werden gerade nicht nass. Oh, okay. Die Treppe ist einfach weg. Leiter. Warum sage ich immer Treppe? Ein paar Orks. Ja, ein bisschen rumballern. Schon mal ein bisschen low gemacht, wenn die jetzt kommen. Kommen die hier hin? Na! Oh, lol. Glaube ich noch nicht gespeichert, oder? Das Schlimme ist, ich hänge jetzt hier fest. Ich komme nicht mehr weg. Ich muss cheaten! Das ist ja ärgerlich, dass ich jetzt cheaten muss. So. Komm schon, nehmen Sie ins Target. Nehmen Sie ins Target. Warum? Oh fuck, die laufen vorbei, oder? Die laufen nicht zu mir. Ach, das ist doch scheiße. Hä? Habe ich gar nicht gespeichert? Gespeichert 18.15 Uhr, 19.08 Uhr. Ich glaube, ich habe gar nicht gespeichert, oder? Ich glaube, wir müssen wieder cheaten. Mann! Ich will nicht cheaten. Hua! Und den. Nimm mir Wolfsfetzer! Und lauf! Wir müssen mal speichern jetzt. Ich würde gerne mal speichern und den anderen Spielstand mal eben laden. Weil irgendwie, ich dachte, ich hätte irgendwie hier oben mal gespeichert.
Hornbogen? Hä? Hatte ich noch den anderen Bogen drin, oder was? Das wäre natürlich sehr bitter gewesen, weil da stand gerade Wolfsfetzer. Ah, tatsächlich, ich hatte noch den alten Bogen drin. Oh, dass ich so wenig Schaden gemacht habe. Wobei das jetzt nicht so viel mehr ist. Oh, wir haben viel zu viele Waffen. Ich muss mal was verticken, ey. Gehen wir wieder zu dem Bogending, weil ich das ja ausprobieren will. Tut mir leid, wenn man das Gekratze gerade von meinem Mausrad hört. So. Achso, vielleicht irgendwie heilen. Ich speichere jetzt mal. Damit wir uns sicher sind. So, speichern. So, wir sind eigentlich schon bei 26 Minuten, aber ich habe ja gesagt, diese Folge wird ein bisschen länger. Ich weiß nicht, ob ich eine komplette Grinding-Folge hier draus mache. Oder ob wir in der nächsten noch weiter grinden. Weil jetzt eine 50-60 Minuten Folge ist vielleicht ein bisschen viel. Ja. Müssen wir mal gucken. Weil Orkobiet ist ja schon ein bisschen größer, ne? Die müssten jetzt theoretisch aber alle zurück sein. Alle da vorne sein irgendwo. Hallo? Wo sind sie? Okay, da sind die Hunde. Ich wollte mir erst die Orks schnappen. Da ist schon mal der erste, der ist schon mal tot. Da geht schon mal gut los. Der nächste tot. Okay, der eine kommt hier vielleicht an. Ne, der ist auch schon halb tot. Dann ist der jetzt ganz tot. Gucken wir uns mal die Ork-Hund-Armee da an. Scheiße. Ne, doch, alles gut. Ich dachte, ich würde dagegen... Oh Gott, sind das viele. Schieße ich überhaupt? Aber die machen Gott sei Dank keinen Schaden. Rudelbumsen! Sodomie! Sodomie in Gothic! Oh, ich krieg keinen ins Visier jetzt. Ja, das waren ein paar, ne? Weil so viel hat nicht mal Gina Wild hingebekommen. Kruschpack. Orkhund. 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 So. Eieiei, das waren ein paar. Wie gesagt, gut, dass die aus irgendeinem Grund keinen Schaden machen. Nicht denn da? Nicht da jemand? Oh lol. Komm mal da raus, Bro. Kommst du irgendwie raus? Das XP, die verloren geht. Ach, wie bitter. Hier ist der Ausgang. Da sind die Gardisten. Gibt's dann irgendwie ein Orkblatt oder so? Ja, gibt's hier ein Orkblatt. Ein bisschen Essen. Bedeutet, wir haben jetzt, sind jetzt einmal rumgelaufen. Ich könnte mal auf eine Karte gehen. Was haben wir eigentlich alles für Karten? Wir haben mehrere Karten. Das ist, glaube ich, doch die am weitest. Fokuskarte von Iberion ist nur das. Und die Minenkarte ist halt auch nur das. So, das heißt, das ist zumindest grob die ganze Karte. Okay. Und wir kommen von... Von da? Kommen wir nur von da? Okay. Ist ja nicht wirklich viel. Das heißt, wir haben ja noch ein ganzes Gebiet vor uns. So, wir könnten jetzt zu Lester gehen. Der müsste den Weg hier links hoch sein. Glaube ich. Guck gleich mal. Erstmal töte ich die Beißer. Boah, wie sie angesprintet kommen. Geilen Stecher. So. So. Ah, da haben wir einen vergessen. Ach Mensch. Ah, zwei sogar.
Er ist instant tot. Erstmal weggekrittet. Oh, jetzt juckt meine Nase. Nein, hör auf. Da sind noch ein paar Waage. Beziehungen. Gibt's hier überhaupt Waage? Ich meine, ich hätte mal einen Waag gesehen. Ich meine, schon wieder so viele Orks. Speichern. Ich wollte doch gar nicht da. Ah ne, da oben geht's zu Lester Boy. Guck ich mal, was ich so wegbekomme, renn dann weg und töte den Rest. Ach nee, da links ist, rechts ist glaube ich ein, sag schnell. Eine Höhle oder so. Eine Minecrawler-Höhle. Ah, ich glaube, die trauen sich hier nicht lang, oder? Okay, die trauen sich doch hier lang. Könnte jetzt zum Milton rennen. Könnte mich aber auch cool im Sprung umdrehen. Und sie töten. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Böser Ork. Huh. Okay. Maximales Mana. Nehme ich. Ist der richtige Moment gewesen. Erst war maximales Mana dann. Schinken. 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 Schwein. Rohes Fleisch. 32 ist nicht so viel. Ich glaube, das reicht erstmal. Ja, also wir können einmal kurz in die Höhle gehen. Und wir können übrigens immer noch da oben ins noch eine kleine Höhle, wo irgendwer rumhockt, der irgendwie sagt, ich habe keinen Bock auf die Lager, ich bin voll krass. Ich brauch das nicht. Jetzt sind übrigens die Typen, die spawnt. Die Gardisten, die ich da gekillt habe. So, dann gehen wir mal erst hier rein. Mich interessiert, was da drin ist. Okay, hier ist ein Lager. Und das war's. Mehr ist hier nicht. Okay. 10 Erz. Hier kann man wohl schlafen. Bin ich aber leider full life. Oh, 3 Tränke ist schön. Tränke werden wir später eine Menge brauchen. Da werde ich auch nochmal groß einkaufen müssen. Also wir wissen ja, 2100 kostet die hohe Robe. Ja? Ich glaube, das ist das Letzte, was wir uns kaufen müssen. Punkt. Ich glaube, das ist das Letzte. So. Hier sind noch Heilpflanzen. Können wir auch noch mitnehmen. Irgendwann werden wir mal keine Heiltränke und gar nichts mehr haben. Dann sind wir froh für jede Pflanze, die wir mitgenommen haben, glaube ich. Uah! Ninja! So krass sind wir aber auch nicht im Nahkampf, ne? Schon ein paar Hits brauchen wir. Okay. Lass mich mal weiterschauen. Lol, wie viele Orkhunde. Vielleicht wenn wir, kriegen wir den rausgepickt? Nein. Okay. Dann gibt es hier mal wieder ein bisschen Rudelbumselei. Orkhunde. Gibt es hier echt keine Waage? Hätte ich jetzt gedacht. Aber okay, dann gibt es hier halt keine Waage. Dann heißen die hier Orkhunde. Heißt, wir können... Wir haben ja noch, glaube ich, einen im Wald stehen lassen. Ein Orkhund. Level up! Wird doch mal Zeit, wenn ich ehrlich bin. Hui. So. Da ist ein Ork. Der ist ein Lappen. Hunde sind Orks. Die müssten auch Lappen sein. Boah, sind aber ganz schön viele. Okay, sind nicht Lappen, müssen wir da rennen. Stirb schon! Ich will den anderen auch noch töten. Okay. Alter, machen die Damage, ey. Das ist ja nicht feierlich, ey.
Eieiei. Krass, krass, krass. Wir haben ja nicht tot bekommen, den einen. Ist schon viel Schaden, der da reingeprügelt wird in uns. Wir brauchen echt irgendwie mehr Schutz. Entweder über Ringe, über Lebensenergie, was na, ein bisschen zu wenig ist, oder über Rüstung. Aber Rüstung, wie gesagt, Rüstung dauert noch ein bisschen. Vielleicht brauchen wir die hohe Robe gar nicht. Denk da nämlich gerade an was. Was auch sein könnte. Ich weiß nicht, wie stark die Rüstung ist. Erstmal den Ork-Kämpfer da wegmachen. Haben sie nicht gesehen? Was war das? Ah, letzter. Pam, pam, pam. So. Ich glaube, die Waffen sind sogar ein bisschen was wert, theoretisch. Ich glaube, im zweiten Teil sind die nichts wert, weil im zweiten Teil schnetzelst du Orks wie, weiß ich nicht. Also er hat seine Waffe in der Tasche gehabt. Die sind da auch ein bisschen schwächer. Tatsächlich, da kann man einen Ork in der Theorie... Also wir sind ja quasi, das ist ja Endgame, kann man sagen. Nicht Endgame, nicht die letzten zwei Spielstunden, aber schon... Wir haben schon High-Equip so. Nächstes Kapitel gibt es dann so, glaube ich, End-Equip. Also... Oh, wir können mal gucken, ob der eine Typ noch da ist. Ihr wisst ja, wo wir sind, ne? Letztes Mal sind wir hier rechts hochgeklettert, um zu Lester zu kommen. Da könnten wir jetzt theoretisch hin. Würde ich tatsächlich sogar machen, glaube ich. Also Lester Bescheid sagen, so als... Na, was ist mit ihm? Ist er jetzt so für uns oder gegen uns? Echt jetzt? Seinem Ninja-Tritt, ey. Ah, Patschut dann, man sieht sich. Okay, ich würde sagen, wir gehen dann noch zu Lester. Wobei, ich habe Angst. Ich glaube, ich weiß, was passiert. Kann man hier rechts eigentlich lang? Wo geht's denn hier hin? Auch eine Abkürzung? Hätte man auch hier lang gehen können? Ach so, nee, hier kommt man dann hier hin. Okay. Da hinten sieht man übrigens Xadas Turm. Ist nicht so weit weg. Und wir müssen uns merken, eigentlich nur, dass wir ab hier... Kommen wir von da oder kommen wir von hier? Nee, da geht's unten lang. Wir kommen von da. Okay, dass wir quasi hier so eine Art... imaginäre Linie, ich kann ja nicht über den ganzen Bildschirm greifen, nur bei mir, so eine imaginäre Linie ziehen, dass wir da noch überall hin müssen. Bedeutet, wir versuchen jetzt Lester auswendig zu machen noch als Abschluss der Folge. Und dann werden wir die Folge beenden, nächste Folge noch da das untere Ork-Stück weiter grinden, dann noch, wobei das werde ich heute wahrscheinlich nicht mehr machen, um Zukunfts-Kevin... Beziehungsweise Kevin Morgan wird es vergessen. Aber dann würde ich gerne eigentlich theoretisch noch einmal kurz das Ork-Gebiet clearen, die Wälder einmal durchlaufen. Da werden ja nur zwei, drei Viecher stehen. Immer. Und dann hauptsächlich mache ich das ja für die fürs Fleisch. Und dann auch schon zu den Skeletten, die da sind. Ja. Und dann, sind wir mit dem Leveln in diesem Spiel, Gothic 1, glaube ich, soweit durch. Dann haben wir alles klar, im nächsten Kapitel respawnen Gegner, aber das sind halt vereinzelte 5 Gegner, die so respawnen. Da ist jetzt nicht, dass die ganze Welt respawnt, die kann man auf dem Weg mal mitnehmen, wenn man da vorbeiläuft. Aber ansonsten, glaube ich, braucht man das nicht. Okay. Guck gerade noch mal was. Nee, ist nur alles gut. Da müssen wir noch mal irgendwann hin, aber noch nicht jetzt, glaube ich. Brauchen wir noch nicht. Hm.
Hier gibt's auch keine neuen Viecher. Ja, ihr seht ja, wir haben ein neues Kapitel und es hätte eigentlich was respawnen müssen, überall irgendwie so ein bisschen. Das ist in Gothic 2 ein bisschen stärker. In Gothic 2 lohnt sich's dann nochmal durch die Wälder zu laufen. Da stehen dann auch mal wirklich 1000 XP oder so. Hier in Gothic 1 hast du 2-3 Wölfe und ein Molerad. So gefühlt maximal in einem Wald neu stehen. Ja. Und deswegen lohnt sich das meiner Meinung nach nicht. Ich laufe jetzt einmal durch. Ist da jetzt schon 2 Kapitel her, also 2-mal müsste was respawned sein, weil ich weiß halt nicht, ob die nicht nur respawn, wenn man nicht alles geklärt hat, oder ich habe keine Ahnung, wie es mit dem Respawn funktioniert. Könnte man sich auch mal durchlesen. Auf jeden Fall, ich hätte auch einen Speedtrank nehmen können, wenn ich ehrlich bin, aber jetzt bin ich schon oben und ich werde die Folge hier nach beenden. Das lohnt sich nicht mehr. Machen wir, muss ich auch Zukunftskevin mal dran gewöhnen, ab und zu die Speedtränke zu benutzen, die er gekauft hat. Könnte man in der nächsten Folge am Anfang machen, um da wieder runter zum Ork-Gebiet zu kommen. So, hier muss irgendwo Lester rumhängen. Irgendwo in der Bibliothek, glaube ich, oder so. Untere Etage. Oder erste. Lester. Der lästert so viel. Hier links, glaube ich. Ah, ich bin zu gut. So, Lester. Ein paar Äxte mitnehmen. Muss ich Scheiße mal verkaufen. Viel zu viel Müll. Wie soll ich? Meister Iberion sagte immer, der Schüler versucht die Dinge mit Händen und Füßen zu bewegen. Der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Noch ein Hint auf Telekinese. Wie sieht's aus? Hey, was machst du denn hier? Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Und? Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wieder cool. Hinzubiegen wird nicht einfach. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Sie wollen sich mit dir treffen an eurem üblichen Treffpunkt. Bruder, aber auch Zeit! Wie geht es nun weiter? Alter, was hat er für eine andere Stimme? Noch etwas bleiben, jetzt nimm mehr. Die alten Bücher zu studieren. Ich verstehe nicht. Meister Iberion sagte immer, der Schüler versucht die Dinge mit Händen und Füßen What? Zu bewegen. Der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Schon gut, ich hab's verstanden. Hast du schon also, mehrmals gesagt. Scheint wohl dein Lieblingsspruch zu sein. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Der Schläfer möge dich behüten. Ach, den Schläfer, ey. Der Schläfer. Der Erzdämon. Hat er immer noch nicht gerafft, ne? Okay. Ja. Okay, gut, das war's für heute, würde ich sagen. Die Folge ging jetzt ein bisschen länger. 42 Minuten. Farming-Session mal wieder. Ein bisschen was Storymäßiges haben wir ja abgehackt. Wir haben hier Lester Hallo gesagt. Noch irgendwas. Bisschen gelevelt. Bisschen Affen? Nee. Waren wir beim Erztypi? Waren wir? Ich weiß es nicht mehr. Ist doch alles schon 40 Minuten her. Da kann sich doch kein Mensch mehr dran erinnern. Ich denke, wir haben jetzt auch schon. Ja. Nee, ich werde jetzt wahrscheinlich auch gehen. Das heißt, die nächste Folge werde ich morgen aufnehmen. Ich hoffe, ich denke an alles, was ich gerade gesagt habe. Für euch ist es erst übermorgen. Für mich ist es dann halt morgen. Trotzdem hat es eine Menge Spaß gemacht, zu wissen, auch wie stark man ist. Wir haben versucht, das Problem zu eruieren mit dem. Mit dem Dexterity bzw. dem Geschicklichkeitswert und dem Stärkewert. Wie das jetzt hier so läuft, scheint nicht so, dass. Also bei Geschicklichkeit bin ich mir noch nicht sicher, aber Stärke scheint die Bogenstärke, also den Bogenschadenswert, nicht zu beeinflussen, wie es aussieht. Ja. Wir könnten mal gucken, ob Stärke den Wert des Schwertes beeinflusst. An einem Selbstversuch. Das heißt, wir suchen uns irgendeinen Gegner, nehmen ein schwaches Schwert, hauen den ein paar Mal und ziehen dann wieder unsere Stärke-Oberteile an hier. Und dann sind wir ja doppelt so stark und vielleicht machen wir ja ein Viertel mehr Schaden. Das würde ich gerne auch ausprobieren. Muss ich mir nur einen Gegner suchen, gucken, wer mich nicht mit einem Schlag umbringt und wer auch mehr als einen Schlag aushält. Ich nehme ja dann ein schwaches Schwert. Ja. Ansonsten danke ich fürs Zuschauen. War cool. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Wiedersehen.